Hallo und herzlich willkommen bei Smogundi. Und wieder ist unser Thema der Q1000 und ein Zubehörteil. Heute dreht es sich um The Griddle, die Grillplatte, La Plancha. Also die Grillplatte, Unboxing, gehen wir mal los. Was haben wir denn hier? Machen wir das mal auf. Zack, schieben das vorsichtig raus. Tada, da ist sie, die Grillplatte. Da müssen wir uns mal kurz betrachten. Die ist mit Emaille beschichtet, diese Grillplatte. Recht schwer. Es steht in der Bedienungsanleitung, die wir dann übrigens hier haben, auch schon entsprechend drin, dass man vorsichtig mit der umgehen soll. Am besten nicht fallen lassen soll, aber das erklärt sich ja fast von selbst, weil ansonsten könnte die auch zerbrechen. Wichtig zu wissen, wie und wo wird die Grillplatte installiert. Diese Grillplatte passt für den Q1000 und für den Q1200 und die 100-Serie. In unserem Fall, dem Gasgrill, so schreibt Weber vor, wird die Grillplatte hier auf der von euch gesehen rechten Seite positioniert. Und bitte immer nur hier. Das gleiche Modell gibt es ja auch als Elektrogrill. Und beim Elektrogrill soll man die Grillplatte auf der von euch gesehen linken Seite positionieren. Vorschrift von Weber. Weitere Vorschrift ist, bitte immer nur maximal mit einer Grillplatte arbeiten. Denn wenn wir jetzt hier zwei Grillplatten drauflegen würden, ihr könnt es euch selbst denken, dann kann eventuell das Gas nicht richtig abziehen und so weiter und so fort. Es könnte zu Verpuffungen kommen. Also da haben sie einen großen Warnhinweis auf jeden Fall hinterlassen, was diese Thematik anbelangt. Nun haben wir die hier noch nie benutzt. Und da geht es dann schon los. Vor Benutzung sollte das Ganze erstmal mit warmem Spülwasser abgewaschen werden und entsprechend wieder trockengelegt werden und dann nachher eingebrannt werden. Aber kommen wir zuerst zum Abwaschen. So, hier habe ich mir jetzt schon ein bisschen warmes Wasser eingefüllt. Ich werde hier von Frosch das Limonspülmittel nehmen. Das ist Bio und es ist nicht so ätzend und angreifend. Und nämlich extra reingeschrieben, dass man ein mildes Spülmittel nehmen soll. Und ein bisschen was rein davon. Und diese Seite vom Putzschwamm wäre genau die richtige, um die Grillplatte das erste Mal zu reinigen. Im Übrigen, es ist auch der Reinigungsprozess, der vorgeschlagen wird, wenn man fertig ist mit dem Grillen. Man kann selbstverständlich auch mit Bürsten hier dran gehen, aber nicht zu starken Bürsten. Und dann entsprechend diese Grillplatte damit reinigen. Vielleicht erst ein bisschen einweichen, falls die Grillrückstände schon zu massiv drauf sind. Ja? Und dann entsprechend auch wieder mit einem milden Spülmittel vorgehen und entsprechend eine relativ weichen Seite vom Schwamm. Wunderbar. Das zu dem Thema. Spüle ich das gerade noch mit klarem Wasser ab. Nun nehmen wir ein Handtuch und trocknen das Ganze entsprechend ab. In der Betriebsanleitung von Weber, da steht bitte drin, niemals, nimmer nicht, diese Platte mit Öl und auch keinen geringen Mengen an Öl überhaupt benutzen. Ja? Diese Beschichtung hier sei so ausgelegt, dass nichts anhaftet. Also eine Anti-Haft-Beschichtung. Das wollen wir natürlich jetzt rausfinden, ob das funktioniert, ob das funktionabel ist. Das heißt, ich werde die jetzt einbrennen und danach werden wir mal gleich schauen, wie das tatsächlich mit der Anti-Haft-Beschichtung funktioniert. Die Grillplatte haben wir auf ihren angestammten Platz jetzt hier schon positioniert. Das heißt, wir machen unseren Grill an. Na, da läuft er. Wunderbar. So, da habe ich dann mal unser Frühstück vorbereitet. Hier eine Scheibe Brot, zwei Scheiben Tomaten. Da haben wir dann noch ein schönes Bio-Ei. Und auch hier, das ist Bio-Bacon. Der Schnittlauch stammt hier bei uns aus dem Garten und eine Scheibe Käse. Julia hat immer noch ganz gerne eine Scheibe Käse über ihrem Spiegelei. So, dann wollen wir noch mal schauen, wie das Ganze jetzt mit unserer Grillplatte weitergeht.
Inzwischen sind lediglich 12 Minuten vergangen, also habe ich die Platte jetzt tatsächlich ganz normal erhitzt, wie es hier auch in der Benötigungsanleitung stand. So, hier haben wir die Platte. Die ist jetzt noch richtig heiß. Ich habe vor 30 Sekunden die Flamme gerade mal auf Minimum runtergestellt und ich werde jetzt einfach mal mit dem Bacon direkt anfangen. Den legen wir jetzt mal hier drauf und dann schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. So, also hier haben wir unseren Bacon, den legen wir jetzt da einfach mal drauf. Na, komm, geh ab. Okay, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Riecht köstlich. Sieht wirklich sehr, sehr appetitlich aus. Aber trotz alledem, durch das Fett, was hier los ist, also hier spritzt doch einiges rum, muss ich ganz ehrlich gesagt feststellen. Jetzt haben wir schon die zweite Lage Bacon drauf. Läuft wirklich sehr gut. Bin dann nachher mal gespannt, wie das mit den Eiern so funktioniert. So, die wenden wir da nochmal. Ja, also wirklich hier der Prozess verläuft 1A, das muss ich absolut sagen. Und die letzte Runde. Und schon gewendet. So, jetzt haben wir ja hier gewisse Rückstände noch und auch einiges noch an Fett. Ich gehe jetzt mal hier ganz vorsichtig drüber. Weiß jetzt nicht, ob ich das runter machen soll oder nicht. Für die Eier, ich denke mal, wir machen jetzt hier einfach die Eier drauf. Hier neben haben wir diese kleinen Drainagelöcher. Ja, da könnte das Fett auch dann ablaufen. Ja, alles gut. Dann wollen wir uns mal mit den Eiern auseinandersetzen. Einmal. Zweimal. Oh, schade. Naja, da deins eh gewendet wird, Julia. Ist das wohl meins? Ist das wohl deins. So, jetzt trenne ich die Eier schon mal vorsichtig. Jetzt will ich mir mal angucken. Also ich drehe die Flamme jetzt definitiv runter. Wie die sich lösen. Und ob die sich lösen. Ja. Geht so leidlich. Jetzt stoß mal von hier hinten irgendwie ran. Ja, doch. Also da komme ich jetzt schon mal definitiv drunter. Super. Ist nicht so ganz einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut, auch zerstört. Schade. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben, ihr Lieben. Bis das mal richtig sitzt. So, dann wäre es jetzt soweit, dass wir Julias Eimer wenden. Ja, es ist also nicht so, wie ich das gerne habe. Das geht in der Pfanne durchaus schöner und viel eleganter, meines Erachtens nach. Vielleicht werde ich dann doch die Grillplatte ganz, ganz vorsichtig mit Öl bestreichen. Aber da muss ich ein bisschen rumtesten und sobald ich weiß, wie es besser funktioniert, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. So, nochmal in die andere Richtung. Ah, jetzt hängt es da vorne wieder. Hängt eigentlich aber auch nicht.
So. Dann hauen wir jetzt mal die Käsescheibe drauf und dafür machen wir den Deckel aber mal zu. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt und so weiter. Bin ein bisschen enttäuscht mit dieser Anti-Haft-Geschichte. Was hätte ich da anders machen sollen? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich hätte machen können. Aber auf der anderen Seite, gut, das muss ich mir jetzt erst so ein bisschen noch aneignen, wie das funktioniert. Aber generell, wenn ich jetzt bedenke, du hast diesen Grill und mit den kleinen Gaskartuschen kannst du den ja auch schön mit zum Picknick rausnehmen. Picknick mit Fried Eggs und Bacon hat auch nicht jeder. Von daher unterm Strich eigentlich eine schon lustige Idee. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht fit mit dieser Grillplatte. Da muss ich mich jetzt erst noch mal ein bisschen einarbeiten. So, dann schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie wir uns die Brote zurecht machen und was der Käse hier im Moment schon noch macht. Ja, der verläuft schon schön. Der kann also noch einen kleinen Moment machen. Und dann ist das soweit fertig. Dann bereite ich doch schon mal die Brote vor. Hier legen wir dann schön den Bacon drauf. Da jetzt noch mal Butter drunter zu knallen, ich glaube, ist a little bit too much. Hier. Für den Grillmeister. Super geil. Zwei Tomaten drüber. Und nun schnell an den Grill. Das Ei. Und jetzt bisschen mehr Salz drüber, nicht so viel. Hier über die Tomätchen vielleicht nochmal. Etwas frisch gemahlen Pfeffer und das Schnittlauch aus dem eigenen Garten. So Julia, lass dir es schmecken. Ja, nachdem wir jetzt unsere Frühstücksbrote verspeist haben, die übrigens sehr, sehr lecker waren, war ich hier schon mal wieder am Grill und man sieht, das Ei hat sich wunderbar so entfernen lassen. Ja, die Grillplatte kann man jetzt eigentlich auch schon wieder so anfassen, wie ihr seht. Ne? Allerdings, die speichert ganz schön was an Hitze. Wenn du die jetzt trägst, das wird kein Spaß. Von daher habe ich mir jetzt hitzebeständige Handschuhe geholt. Jetzt werde ich das mal ganz vorsichtig rüber in die Küche transportieren und dann kommt es ab ins vorgewärmte Spülwasser. Ich bin mal gespannt, wie ich das Kerlchen da rauskriege. Vielleicht machen wir das so. Geht das? 1, 2, 3. Wow! Ja, wer grillt, muss anfassen können. Das auf jeden Fall. Und du gehst mal hier rein in dein Bad. Ja doch, man kann es schon einigermaßen angreifen derzeit. Mal schauen, ein bisschen einweichen. Ja, jetzt ist unsere Spüle nicht groß genug dafür. Mal ein bisschen mehr Wasser reinlassen. Ja, ich denke mal, das wird werden. Kriegen wir hin. Sollte reichen. Ja, das ist, kann man jetzt wieder ganz normal anfassen. Kein Problem. Ja, also mit dem Ergebnis bin ich soweit erstmal zufrieden. Hier unten war ja nicht viel. Nee, die Drainage nochmal überprüfen. Ja, dann würde ich sagen, noch einmal hier unten durch. Ränder. Und jetzt schaue ich mir das mal unter klarem Wasser abgespült an. Ob da noch Optimierungsbedarf ist. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber her mit dem Handtuch. Tja, und wie ihr seht, die Grillplatte sieht wieder 1A aus. Also, ich bin der Meinung,
Ich muss mich da noch ein bisschen selber neu einstellen, wie das Spiegelei machen auf der Grillplatte ist. Grundsätzlich, der Bacon hat köstlich geschmeckt, ist fantastisch. Also dafür ist die Grillplatte wirklich eine Wucht. Ja, die Spiegeleier. Macht mir so ein bisschen Sorge, weil ich esse die Spiegeleier gerne sunny side up und flüssig oben drin. Und das ist hier wirklich, wirklich schwierig. Und ich weiß nicht, ob ich da mit mehr Hitze, mit weniger Hitze arbeiten sollte, um da zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Es ist mir im Moment noch nicht so ganz klar. Ich weiß, dass ich das in meiner Bratpfanne hinkriege und zwar à la minute genau auf den Punkt. Das ist hier mit der Grillplatte derzeit einfach noch nicht gegeben. Ich werde mich da einfach dran machen und werde gucken, ob ich das irgendwie früher oder später hinkriege. Grundsätzlich ist zu sagen, wenn wir jetzt ein Picknick haben, gehen raus, sind wir tatsächlich in der Lage, Bacon mit Rührei, das auf jeden Fall, oder mit gewendeten Spiegeleiern zu machen, die köstlich schmecken, keine Frage. Und es gibt ja auch noch andere Gerichte, die man drauf zubereiten kann. Das war jetzt heute mal der erste Einblick in die Grillplatte. Ihr könnt mir mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich hätte besser machen können und was vielleicht gar nicht anders zu machen geht. Was ihr für Erfahrungen mit sowas habt, würde mich freuen. Ansonsten, was haltet ihr generell vom Thema Grillplatte auf so einem kleinen portablen Grill? Haut's mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, würde mich echt freuen. Und auf bald, wenn es wieder heißt, ist Zeit mit Smoking D zu grillen.